Ja, willkommen zurück zu NSMWC Production, ein SMW-Hack von SMW Central. Und ich habe jetzt eine längere Zeit nicht mehr aufgenommen, da ich momentan sehr viel zu tun habe im Real Life und von daher komme ich da nicht regelmäßig zu. Ihr werdet es wahrscheinlich auch schon bemerkt haben, dass ich in der letzten Zeit etwas weniger hochgeladen habe und das wird jetzt auch noch einige Wochen anhalten. Also ich werde versuchen, hin und wieder mal was aufzunehmen und auch hochzuladen. Also erstmal muss ich aufnehmen, dann bearbeiten, dann muss noch gerendert werden und dann hochgeladen werden. Das werde ich versuchen in der nächsten Zeit hin und wieder mal zu schaffen, aber ich kann nichts versprechen. Ne? Von daher seid nicht enttäuscht, falls mal jetzt eine Zeit lang eventuell nichts kommen könnte, was ich nicht ausschließen werde. Aber nach einigen Wochen wird sich das wieder legen, denke ich mal. Jetzt momentan habe ich sehr viel zu tun. Aber wir wollen jetzt auch jetzt weitermachen mit diesem Hack. Und zwar ist das nächste Level Frigid Lake Cavern. Also es sieht aus wie ein Wasserlevel, oder? Oh, die Gegner kennen wir ja aus Super Mario. Ah, die kann ich sogar hier nehmen. Haha. Aus Super Mario Bros. 2 kennt man ja diese Gegner. Und die kennt man aus Super Mario Bros. 3, diese Pflanzen. Diese Vulkanpflanzen. Oh! Boah, hier rutscht das aber ganz schön. Ja, diese Musik ist aus, bin ich gerade mal am Überlegen, Crystal Man Stage aus Mega Man 5. Ich muss mal kurz mal den Sound mal ein bisschen lauter machen. Ich höre hier kaum was. Ist Crystal Man's Stage. Also das ist die Musik aus Crystal Man's Stage von Super Mario. Ja, schönen Dank aber auch. Hey, ice blocks can be melted with fireballs. Some of them will help you while others may merely free enemies try any you find. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, diese Musik ist aus die Panzerviecher aus hier Super Mario Bros. 2. Hier sind viele Super Mario Bros. 2 Gegner. So. Was ich jetzt noch sagen wollte. Diese Musik ist aus der Stage von Crystal Man aus Super Mario. Quatsch, aus Super Mario. Aus Mega Man 5. So. Super Mario. Ja, weil hier viele Super Mario Bros. 2 und 3 Gegner. Diese feuerspuckenden Pflanzen sind übrigens aus Super Mario Bros. 3. Aber ich denke mal, die kennt auch jeder, ne? Der was mit Videospielen am Hut hat. Oder überhaupt mit Mario. Ich weiß nicht, kann ich da reingehen? Weil die Röhre ist jetzt irgendwie um... Ja. So nicht, mein lieber Freund. Das rutscht ganz schön hier. So, das hat ein Secret Exit. Ja, schönen Dank. Die können einen einfrieren mit ihrem... Ja, mit ihren eisigen Atem, sag ich jetzt mal. Obwohl das ja eigentlich im Super Mario Bros. 2 Feuerbälle waren. Oder, ja, Feuerbälle waren das, ne? Die haben dann Schaden gemacht und hier frieren... Die Bälle, die sie hier spucken, nur einen ein. Und ja, diese Blöcke kann ich, glaube ich, nur mit... Oh Gott. Warte mal, kann ich die überhaupt besiegen hier? Nee, ich kann nur einen Spinjump machen. Ich brauche da eine Blume, um diese eine Eiswand dazu aufzutauen. Okay. Oder auch nicht. Dann kriege ich den Midway Point eben nicht. Da unten. Ah. Ach so. Okay, es hat gar nichts mit der Blume zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich einen Schalter drücken muss. Ach so. Irgendwas stand da doch, dass ich eine Blume brauchte da eben an diesem einen Zwischeninformationstext. So. Midway Point. Ja, und diese Gegner hier... Achso, es ist jetzt Wasser hier. Diese Gegner sind auch aus Super Mario Bros.
3. Ja, wie hätte ich das jetzt? Na gut, ich hätte warten können, bis er den nach oben gespuckt hat, ne? Nein! Oh. Ja, wie soll ich denn an die Question Marks kommen hier? Das, ist doch, das geht doch gar nicht. Nee, komm. Achso. Ja, man merkt, das wird schon jetzt um einiges schwieriger. Also noch schwieriger, als es in Welt 3 der Fall war. Okay. Ja. Da brauche ich jetzt, glaube ich, die Blume, um zum Secret Exit zu kommen. Irgendwas war da. Ich sollte aber mal ein bisschen weiter nach unten schwimmen. Vielleicht ist da irgendwo eine Blume. Könnte ja gut sein, ne? Ja, diese Boomerang Brothers, oder wie man die auch nennen könnte, also diese Boomerang-Werfer, sind auch aus Super Mario Bros. 3. Viele Gegner aus Super Mario Bros. Spielen hier. So. Das können die nicht erwarten, dass jetzt den ganzen... Ach, nee. Stimmt. Dann brauche ich jetzt... Muss ich jetzt... Voll Idiot. So, da muss ich jetzt hier zurück. Das war doch gar nicht mit der Blume, okay. Ja, gut. Das ist jetzt einfach nur, man muss sie sich merken, da war eine Eiswand. Und ja. Man muss jetzt nur den ganzen Weg wieder zurück. Das ist das einfach nur. Wenn man das jetzt nicht, gemerkt hat, dass da so eine Eiswand ist, ja, dann muss man, dann kriegt man das Secret Exit eben nicht, ne? Aber das liegt doch nicht daran. Wozu habe ich... Warte mal, dann gehe ich doch nicht. So. Also on ist er jetzt. Verstehe ich jetzt nicht, was ich da machen muss hier. Oder kriege ich jetzt hier eine Blume und ich muss dann nochmal zurück? Oh, ficken. Oh, nee. Muss der denn gerade... Da gerade... Hallo! So. Jetzt will ich mit der Blume... Oh, jetzt kann ich auch die mistigen Nervenviecher abschießen. Jetzt will ich erstmal versuchen, mit der Blume da zurück. Kann ich die abschießen? Die Eisblume? Münzen einsammeln, denn wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann bleiben die Gegner auch weg. Weil wenn ich die Münzen nicht einsammle, denkt das Spiel, ah, die Gegner, also die... Ja, die Sprites sind noch da und dann respawnen die Gegner wieder. Das ist ja in Super Mario World ja das Nervige. Oh Gott. Aber dann war das hier mit der Blume. Das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Mensch! Diese beschissene Schalter! Wozu? Der Schalter diente doch nur dazu, um mir zu sagen, hier, hahaha, du brauchst den gar nicht drücken. Dann nimm mir den Schalter, du Waffe! So. Dieser Dreckschalter, der ist einfach nur Verarschung. Ach, ich kann die doch abschießen, diese Eisblumen. Ich muss ja nicht wieder zurück jetzt. Oh, komm! Hau ab, du Drecks! Mistfieder. Oh, schneller! Ja, wir wissen, dass die Zeit knapp ist. Ja, ein bisschen besser bemessen können, ne? Ah, hier habe ich ja schon den... Schlüssel und das Schlüsselloch gefunden. Mann, was für eine Verarschung. Nur wegen diesem Schalter da. Ja. Das ist jetzt ein Level. Ja, so eine Art Abkürzung. Und also
dieses Secret Exit ist eine Abkürzung. Dieses Level kommt ja eigentlich noch. Das heißt, ich werde jetzt erst einmal das Normal Exit und ich werde dann das Level, das mache ich dann so wie in der vorigen Welt, dass ich das Level dann erst spielen werde, wenn es eigentlich auch regulär drankommt. Also das heißt, ich muss hier nochmal rein, um das Normal Exit zu bekommen. So, diese. Ja, und. Ah, das hat jetzt Augen. Ne. Da will ich lieber eine Blume in diesem Kasten da oben haben. Im Itemkasten. So, jetzt. Kann ich. Was? Ja, gut, dann ist es eben so. Selber schuld, wenn ich mich da so ungünstig hinstelle. Aber das kann ich jetzt nicht. Nee, das ist. Hat eine andere. Anderen Mechanismus. Da muss ich den Schalter tatsächlich drücken. Ja, dann hat mich das Viech eben getroffen. Oh. Waypoint. Ja, jetzt brauche ich eigentlich nichts weiter bedenken. Hallo. Ich weiß ja, dass ich hier wieder einen Pilz bekomme. Wann ging das schon? Komm, wie soll man das denn schaffen? Ja, nun spuck nach oben, du blödes Drecksvieh. Ich will hier durchkommen. So. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt brauche ich einfach nur drüber wegschwimmen. Drücke jetzt aber trotzdem den Schalter, denn ich denke mal, der Schalter hat was damit zu tun, dass ich weiterkomme. Boah, Alter, übertreibst noch mehr mit den Gegnern. Ja, Spread Limitations, ne? Unnötig. Da kommt man ja natürlich nicht rein. Aha, durchgeschummelt hier. So. Achso, so ein Exit ist das hier. Bei. Ich möchte gucken, was. Ob da noch irgendwas dahinter ist. Nee. Hätte sein können. So. Zwei Exits jetzt, und das ist ja schon. Ja, der Part ist ja schon auch wieder bald vorbei. Oh, wieder ein Level mit Secret Exit. Foresty Snow. Okay. Gucken wir es mal an. Oh, schön gemütliche Musik. Ah, ja. Doch, ich weiß, was es für ein Level ist. Da brauche ich die Yoshi Coins. Hä? Was war denn. Hallo! Bist du denn Gäste? Wahnsinns, du Trottel! Ach, das sind. Gegner sind das! Moment, warte. Wieso hört sich die Musik jetzt nicht mehr so. Ah, naja, egal. Was
Taste mal machen. Eben hörte sie sich besser an. Also so wie Buhus. Na, warum sollte man mir auch hier, hallo? Warum sollte man, wollte ich gerade sagen, mir auch ein Item geben? Jetzt habe ich aber eins. So, jetzt muss ich muss auf Yoshi-Coin-Suche gehen. Ich denke, ich brauche am Ende 5. Mann, diese verdammten Koopas! Können die nicht mehr aufhören zu rumzunerven? Ist mir scheißegal hier jetzt. Hau ab da, du klopptes. So. Ich kann hier unten unter durchgehen, ne? Low ist das. Das ist der Yoshi-Coin. Oh, fick dich doch. Man sieht die nicht so gut. Ey, spring doch nicht so hoch, du voll... Du bist so ein Plünpeter. Bleib doch einfach... Das kann doch nicht... Komm, das kann jetzt nicht sein. Darum habe ich ja die Münzen hier weggemacht, damit ich hier unter durch kann. Oh, lame. Lame. Oh, geh da runter, du Ochsenknecht. Oh, können die denn nicht mal zusehen, diese beschissenen Geister? Ich hasse es einfach. So. Geht doch. Mann, was für knappe Sprünge machen muss. Blöder Koopa, nerv nicht rum da. So. Oh, die fallen nicht so auf als Gegner. Ja, komm, schieß nicht gleich direkt, wenn ich da nicht mehr bin, du blödes Plastik. Hallo, was ist denn das für eine unnötige Scheiße hier jetzt gerade? Gott, zum Kotzen. Ja, ach, leck mich doch jetzt. Jetzt habe ich mich treffen lassen. Das ist mir scheißegal jetzt hier. Du bist so ein Idiot. Nimm doch einen Block. Ja, nicht so behindert. Da muss ich groß sein, ne? Dumm. Oh, geh mir doch nicht... Hau doch mal ab da, du. So. Meine Güte. Oh. Wie soll ich da jetzt hochkommen? Ach so. Ja, klar. Ist bestimmt eine Ranke drin hier, ne? So, da scheint nicht zu sein. Gut. Ich habe 3 Yoshi-Coins. 2 brauche ich noch. Und die brauche ich ja für Secret Exit. So. Komm, 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 komm. Weiter jetzt. Oh Gott. So, eine Yoshi-Coin noch. Gleich wieder verloren. das ist doch ein grauer P-Switch. Die Gegner müssten sich doch in Luft auflösen, wollte ich gerade sagen. Oh, ernsthaft, so knapp. Dreck. So. Hallo. Jetzt weiß ich aber nicht, wofür ich jetzt den P-Switch brauche. Wo da jetzt dieser Ort ist, an dem... Ah, hier. Verschwinde, du Mistvieh! So. Okay. Jetzt komme ich hier durch. Vorher wäre ich da nicht durchgekommen. Und zum Glück habe ich ja den blauen Schalter ja, also den blauen Schalterpalast ja gemacht, sodass ich jetzt hier ins, Exit komme. Und das ist, denke ich mal, wieder ein Weg,
zu den Katakomben hier, ne? Oder zur Kanalisation, ja, genau. Aber da habe ich ja gesagt, das machen wir erst später. So, jetzt noch hier das Normal Exit. Ach komm, das mache ich jetzt auch noch in diesem Part. Komm. Jetzt brauche ich ja die Yoshi-Coins nicht mehr einsammeln. Da weiß ich, da ist kein Item. So. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So. Okay. Das ist auch ein kurzes Level. Nein! Vollidiot. So ein richtiger Vollpfosten ist das. So. Bleib doch mal stehen. Pilz, danke. So. Dann hätten wir das jetzt auch hinter uns gebracht, dieses Level. Und ja, dann sehen wir uns auch im nächsten Part weiter. Das war jetzt Foresty Snow. Und im nächsten Part erwartet uns... warte mal. So. Im nächsten Part erwartet uns Zephyr Manor. Also Saphir. Ja, Haus oder was. Oh, ich glaube, das wird ein übles Level. Ich glaube, das ist das Level... Bisher jetzt, sage ich jetzt mal, bisher, das am schlimmsten sein wird. Also ihr könnt euch auf mächtige Ausraster freuen im nächsten Part. Seid gespannt, bis dahin und tschüss.